Auf die Krone. Mit diesem Spruch wird entschieden, wer der nächste König wird. Zur Vorbereitung kommen die Edelsteine in den Beutel und die Krone wird zusammengesteckt in die Tischmitte gelegt. Wählt dann die Schildplättchen von 0 bis zur Anzahl der Spieler, das heißt bei 3 Spielern die Plättchen mit den Zahlen 0 bis 3 und legt sie verdeckt in die Krone. Außerdem wählt sich jeder Spieler ein Schwert. Gespielt wird reihum. Wer an der Reihe ist, mischt die Schildplättchen in der Krone, wählt dann 2, schaut sie sich geheim an und legt sie verdeckt vor sich. Alle schwingen ihre Schwerter in die Höhe. Der Spieler, der dran ist, sagt laut auf die Krone. Bei Ne entscheidet jeder Spieler, ob er mit seinem Schwert auf die Krone zeigt oder es erhoben lässt. Ganz wichtig, das müssen alle gleichzeitig tun, ohne zu zögern, und niemand darf sich umentscheiden. Dann deckt der Spieler seine Schildplättchen auf und vergleicht, wie viele Schwerter auf die Krone zeigen und ob die Anzahl bei den Zahlen auf den Plättchen dabei ist. Falls ja, darf er sich einen Edelstein aus dem Beutel ziehen, allerdings ohne reinzuschauen, andernfalls geht er leer aus. Die Schildplättchen werden verdeckt zurückgelegt und der nächste ist an der Reihe. Wer als erster 2 gleichfarbige oder 4 verschiedene Edelsteine gesammelt hat, wird König oder Königin und darf sich die Krone aufsetzen.